Und es geht weiter mit Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ja, Leute, Theolbert ist gestorben. Leider. Aber wir werden ihn rächen. Hey, Abonniert, aktiviert die Ivan, Glocke. es ist Zeit, Rodris Feste auszukundschaften. Bist du bereit? Lasst deine Bewertung da und schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Ich bin bereit. Brechen wir auf. Boah, das ist übel hart. Ich überlege gerade, hätte ich Ivar lieber mitgelassen zu diesem Gespräch, diesem anscheinenden Ihr Friedensgespräch. Männer, aufsitzen und mir nach. Wir haben noch viel vor. Ich glaube, dann wäre die Sache ganz anders gelaufen, denke ich. Ich habe entschieden, leider. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodrichs Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. Ja. In Quadford sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen und ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Bretonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Krass. Endlich haben wir die Geschichte auch gehört. Hat mich sowieso interessiert gehabt, wie das zustande gekommen ist, diese Narbe. Die In der letzten Folge Schlange haben wir es ja sitzt gehört hinter gehabt. Dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Also Leute, ich werde mir auf jeden Fall Zeit nehmen, diesmal. Und ich werde Ivar, wenn ich die Möglichkeit habe, Ivar Rot rüberlassen. Safe. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Ja. Also, darüber habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Kommen ja. Alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor. Ah, wieder so. Ach so, ja. Wie die letzten Male. Nur immer anders bisschen. Motivieren, jawohl! Und Eivor wieder nur am Meditieren. Beste, was es gibt. Dränger. Rodri! Komm und zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson! Warum kommt ihr mit einem Heer
wo wir gerade Frieden geschlossen haben. Verhöhne uns nicht, du Hurensohn. Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast. Rede so viel Unsinn, wie du willst. Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter. Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird. Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer! Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiße ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Ja, das kannst du aber dann bitte selber essen. Boah, das wird was. Gib mir die Musik. Push mich, gib mir die Musik. Oh mein Gott. Guck mal. Ich hab kein Leben mehr, ich bin tot. Da war wieder mal nichts. Geht mal weg. Ja, ich hab gedacht, anders anzuschieben. Perfekt, ich brauch Leben, ey. Gibt's hier drin? Oh, jawohl, direkt hier am Eingang. Oh, hier ist mehr Leben. Hier ist noch mehr Leben. Geh mal kurz weg. Hier ist noch mehr Leben. Ich glaub, das reicht, ey. Ich glaub, das reicht. Rennt, rennt, rennt. Geh mal weg. So, da geht's weiter. Ey, Mann, ey. Was geht hier? Boah, das wird, glaub ich, übel schwer jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich schaff's nicht. Was steht da? Da ist irgendein Bossgegner wieder. Jawohl, ey. Oha! Im Kampf, die Mondien. Okay. So krieg ich die eigentlich. Let's go! Hey, genau so will ich es haben. Da unten ist aber jemand, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun haben will, aber ich muss. Chill doch mal, ey. Jetzt sind wir beide alleine.
Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Perfekt. Jawohl. Obwohl ich das nicht wollte. Nein! Nein! Evo! Ja, okay, dann Verteidigung, wenn ich ihn angreife, bricht er das. Jawohl. Hab dich. Was mit denen? Leute, kommt. Hä? Los, ich brauche hier Hilfe. Der Berg fällt. Iva, der Knochenlose. Du gibst deinen jämmerlichen Drachen ab. Was? Er hat mir in die Leber getreten. Ich brauche frische Luft. Ja. Der hat den nicht umgebracht, ey. Ich war jetzt übel gestört, ey. Echt jetzt? Das war's. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Hm. Ja. Er ist doch nur noch ein trauriges Stück Fleisch. Töte ihn, dann ist es vorbei. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Alter, Uwe, was hast du vor, ey? Okay, der hat nichts für mich hier, wollte ich sagen, aber dann klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Schade. Ich krieg das nicht auf. Haben wir noch so ein Sprengding, ey. Ich würde so gerne da rein. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Iva. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein. Sein Tod soll... Rede weiter. Evo! Normalerweise spiele ich den Ich fühle mich schon stärker. Komm jetzt, fahrt's mal. Was, Bracke? Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Leute, sorry, aber das muss sein. Ey, da ist ein Buch. Dinger, Zeichen, beziehungsweise Emblem, keine Ahnung, was man dazu sagt. Ich muss da rein.
So. Let's go. Jawohl. König Ela, König Osbrecht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich einfach. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Ja, würde ich auch sagen. Das ist zwischen Ivar und Rodri. Wie gesagt, ich stehe 100% hinter Ivar. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ist er noch am Leben? Kaum noch. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender, bottich, ranzigen Tisch. Der redet nicht mehr. Da wären wir. Bring ihn her. So, komm mal her. Boah, ich will gar nicht wissen, was Ivar mit dem vorhat, ey. Jetzt ab 18. Schaff ihn da hoch, auf die Spitze und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Ivar. Hier, eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutar. Eva, wird das... Die Geburt eines Blutars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Das ist ein Nordmann mit dem Geist der alten Helden. Der Blutar bedeutet Ivar überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Sag noch ab 18. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Ich hab genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Ivar. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht, hast du eine große Geschichte zu erzählen. Du bist schlachttrunken, Ivar. Leb wohl. Armer Ceolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Nein. Was? Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Krankes Stück Scheiße!
was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter, Chilbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Du elendige Alter. Was für ein Leben, Eivor! Ein Kampf hoch über der Welt! Boah, der ist 130, ich bin 90. Okay, du willst es also so. Hä? Weiß alles abkommen? Boah, ja, du bist der Beste. Ja, das war zu viel für dich, gell? Und jetzt komme ich. Hä? Was ist los auf einmal? Na, das ist halt ein Problem bei mir, ey. Keine Chance. Keine Chance. Eva, du hast null Chance, ey. Du bist so rücksichtslos, Eva. Blindwütig dem Irrsinn verfallen. Blindwütig? Großartig. Oh mein Gott! Ey, ich vergesse immer wegen... Oh mein Gott! Oh, wenn Ober mich jetzt sehen könnte, er wäre außer sich vor Enttäuschung. Mach weiter. Vergiss niemals, dass ich der bessere Krieger bin. Gleich hab ich dich. Gleich mache ich einen Schaden, das wirst du nur einmal bekommen von mir. Wie früher, was? Als das Eisen ins Fleisch biss wie Zähne ins Brot. Pass auf! Warte einen Moment, Eivor. Ich muss dich etwas fragen. So ein Fisch, ey. Frech, sonst schneid ich dir die Zunge raus. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmal? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Elendiger. Du bist so ein ekliger. Und du weißt, dass ich sie nur noch eingeben kann, der gewinnen wird. Traurig. Oh mein Gott, ich habe kein Leben mehr. Das war's, Eva. Mein langer Weg endet. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Ade, mach's gut. Vielleicht kann Odin dich gebrauchen, obwohl du es nicht verdient hast. Bring ihm keine Schande. Ich höre ihre Flügelschläge. Irgendwo war der auch immer noch mit uns im Team, weil ich aus dem Grund konnte ich jetzt nicht mehr machen. Auch wenn ich seine Axt mitnehmen könnte, würde ich es nicht nehmen.
Ich kann es nicht. Auch wenn die Axt richtig stark ist. Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zur Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Ja, aber den Deutsch habe ich mitgenommen. Aber Leute, ich beende hier diese Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da, schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Hade.